Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Es ist ein neuer Tag, es regnet leider immer noch. Das ist schade, aber da können wir jetzt erstmal nichts gegen machen. Ich werde mal noch meine Knochenäxte wegpacken, denn ich habe eben den Weiler neu befüllt. Dass wir hier mal wieder ein bisschen Platz in der Truhe schaffen können. Hier ist auch alles gut, hier hat sich nichts verändert. Alles so wie... War drinne? Nee. Alles so wie vorher. Wunderbar. Zack. Dann nochmal schnell die Werkzeuge ernten. Wie sich das gehört. Futter haben wir noch dabei. Axt kommt wieder ins Inventar. Und im Grunde müssen wir eigentlich mal auf die Jagd gehen. Wir haben zwar noch Gemüse ohne Ende. Hier raced jetzt ein bisschen was vor sich hin. Aber wir müssen los. Wir brauchen Protein. Der Körper sehnt sich nach Fleisch. Und ich überlege gerade, ob wir das hier mit unserem Alps schaffen. Ob wir damit fähig sind. Hier ist auch Verrottetes drin. Aber andererseits, so wäre es Plan Nummer 1. Aber wir haben hier auch, unsere Bohnenöfen sind durch. Was wirklich sehr schön ist. Immer noch diese abgestandene Musik. Warte, da müssen wir mal was gegen tun. Das hat sehr gut funktioniert. Gerade, das scheint wohl so zu sein. So, immer noch auf der Suche nach einer Lösung, um hier den Schmatz rauszukriegen, aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, alles klar, der Topf ist hin. Gut. Haben wir die ganzen Schindeln. Die nehmen wir mal raus, aber backen ein bisschen. Aber ist ja nicht schlimm, kriegen wir hin. So. Die packen wir mal erstmal zur Seite. Frage ist, wohin, ne? Wir haben ja kaum Platz. Das hier sah gut aus. Stoppen wir sie jetzt mal in die Kiste. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir uns mit dem Wolf anlegen können. Dann werden wir ihm mal so zeigen, wo hier... Na, wir werden ihm versuchen, auf jeden Fall lang zu machen. Beton liegt auf Versuchen. Ich war gerade auch zu faul gewesen, um Pfeile zu craften. Mal schauen, ob die Faulheit mich umbringt. Wenn ja, habe ich es verdient? Keine Frage. Aber es wird immer der gleiche Wolf sein. Und zwar einer ist hier abgestürzt. Oh. Mit diesem wunderbaren Vorkommen... Nein, oder? Nein, da ist ein Babyhase drin. Unser schönes Kupfervorkommen, was auch noch danach schreit, abgebaut zu werden, aber das ist gar kein Problem. Das werden wir tun. Da hinten läuft ein Wolf. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Fleisch. Nehmen wir lieber den wir hören, denn der ist in unserer Nähe. Und er sollte hier nicht sein. So ein Trap Attack machen, hier so anschleichen und BAU! Oh ne, leider nicht. Ich Glück gehabt, es sind nur 10. Ich hab die Kleinen jetzt mal nicht mitgerechnet. Junge, er macht richtig Schaden. Der hat richtige Biester. Darauf erstmal eine Beere. Also zwei Hits reichen nicht. Wohlbemerkt. Gut. Aber bei mir reicht der nächste Hit. Naja, ist nicht schlimm. Wir lassen uns wiederbeleben und... Laufen dann halt 2 Meter. Och. Ich mach's schnell. Muss ich schon wieder schneiden, verdammt.
So, jetzt haben wir wieder alles zusammen. Ey, unnormal. Ja, das sind ja nicht, das war ja nicht nur einer, das waren auch nicht nur zwei, wenn ich da, ich bin ja jetzt gerade nochmal schnell vorbeigelaufen. Drei ausgewachsene, ohne Bogen und Pfeil. Absolut eine Chance. Aber das wird unser Auftrag in dieser Folge sein. Ein bisschen, ein kleines bisschen Rache, vielleicht. Ich habe nebenbei noch ein bisschen Krempel gesammelt, was man eventuell brauchen könnte. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Morimsaat. Das ist sehr schön. Ein paar Würmer waren auch noch dabei. Bin ja immer fleißig am Steine sammeln, beziehungsweise hier an Feuerstein sammeln. Hohe Stöcke, nicht viel, aber immerhin. Da Axt auch wieder am Start. So, erstmal wieder alles reinsortieren, wie sich das gehört. Bären schmeißen wir erstmal hier zwischen. Er hält einen Tag. Nicht lang, aber immerhin. Ersatzfutter, Messer, ausnehmen dann. Ja, wir werden wohl oder übel erstmal Pfeile klippen müssen. Ich weiß, es ist nervig. Aber ohne Pfeile kommen wir da einfach nicht ran an diese Biester. Das ist leider so, ja. Zack, weg damit. Das machen wir jetzt hier drei, vier Mal und dann sind wir ausgestattet und holen wir uns die Viecher. Ja, ich weiß, es ist Wildfleisch, beziehungsweise Raubtierfleisch, es ist zähes Zeug. Aber das dient ja nicht nur der Nahrungsmittelbeschaffung, nein, das dient ja auch der Sicherung der naheliegenden Umgebung. Ne? Das ist quasi jetzt keine Aggression, nein, das ist eine Sicherung. Ne? Das ist ein Friedensauftrag. Man kann tatsächlich alles argumentieren, dass es sich gut anhört, ne? Unnormal. Richtig schlimm. So, zack. Machen wir hier mal alles um die Ecke. Zack, zack. So, dass wir hier nicht so lange für brauchen zum Klippen. Na komm. Machen wir nochmal, da es ja nun doch recht schnell ging. Na, ich kürze ja auch immer ab, dann seht ihr das immer schön über Eck. Immer schön über Eck. Müsste nicht alles wegkloppen, einfach nur so viel wie nötig. Das ist natürlich die Frage, hey, ist ja schön, dass du jetzt so viele Pfeilspitzen hast, aber willst du die werfen? Eigentlich nicht. Ich habe einen Stock gesehen. Hier haben wir zwei. Das heißt zwei Pfeile. Super. Wo sind meine Knochen? Sag mir bitte, dass ich hier Knochenpfeile basteln kann. Wäre zu schön gewesen, echt. Gut, hätte sich das auch erledigt. Brauchen wir doch erst Stöcker, müssen wir doch schon wieder los Holz hacken. Hier wachsen die ersten Bäume, die ich gesät habe, also gepflanzt. Sät. Mann, eingepflanzt. Na, gehen wir mal nochmal in die Richtung, wir holen nochmal Holz. Stöcke besser gesagt. Und wenn ich dieses blaue Flachs schon vom Weiten blitzeln sehe, dann kann ich nicht dran vorbeigehen, dann müssen wir ran. Das ist unheimlich wichtig, Flachs. Die Bäume sind alle zu klein, hier sind keine Äste. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Er ist sehr komisch gewachsen. Und deswegen hoffe ich, dass wir hier gut was rauskriegen. Ey, diese Wölfe, ne? Die müssen weg. Hasse Wölfe. Doch nur Ärger machen müssen, ne? Die taugen nichts. Sie fressen mir die Umgebung leer hier und so. Unsere Hasenfalle. Da kann ja kein Hase reinfallen, ne? Habt schon mal ein laufendes Skelett gesehen? Nee, ich auch nicht. Also von daher müssen wir da zum Wohle aller ran. Okay. Das ist interessant. Hör bitte auf damit. Alles klar, der muss sich erstmal noch in Ruhe ausbacken. Das gefällt mir auch mäßig. Ein Lootloch. Da müssen wir mal reingrabben. Art. Edelholzsamen. Biemsaat. Geht weiter. Harz. Noch mehr Harz. Honig. Ey, was ist da alles drin? Hör mal auf zu spinnen. Und auch einmal Kohlsaat. Inventar voll.
Und hier liegt auch noch Kupfer rum. Alles klar, wir markieren den Kupferspot. So, jetzt haben wir alles das gekriegt, was ich nicht wollte. Inventar ist mal wieder voll. So viel dazu. Aber wir haben 21 Stöcke und ich sehe, gehe mal davon aus, damit sollten wir diese Biester aufknüpfen können. Ihr werdet euch noch wundern, echt. Einfach verreckt. Honig auch absolut wertvoll. Edenholz. Ebenholz. Mega gut. Mega guter Shit. Fasern, das legen wir mal hier mit rein. Warte, ich hatte doch hier auch Dings. Genau. Ach, ich brauche mehr Ordnung, ne? Ihr merkt's, ne? Ich brauche viel, viel mehr Ordnung. Aber es lohnt sich noch nicht, ein Sägewerk zu bauen, ne? Ich nenne es einfach mal Sägewerk der Optik halber, weil ich eine extra Hütte bauen werde, da wo denn der Stangenwald entsteht. Dass wir das auch alles auslagern. So, hier rein brauchen wir. Pfeile brauchen wir. So, her mit den Spitzen. Da sind sie. Und. Haben wir noch eine Pfeilspitze übrig? Aber ist gar kein Problem. Messer haben wir noch mal eins zur Ersatz. Das ist gut, das werden wir gebrauchen können. Manchmal gehen die doch sehr schnell kaputt, gerade diese Steindinger sind, naja, bescheiden. Dieses Baumloch, was wir da gerade gefunden haben, ist auch von der Primitive Survival Mod, ja. Auf der offiziellen Webseite zu finden. Liegt einer. Liegt einer und denkt sich, oh, jetzt ein bisschen Haier hier. Ein bisschen heier in der Sonne. Ihr werdet Gott. Ihr werdet Gott, mein Freund. Schön. Schön auf Range. Bogen-MG rausholen. Aber man sieht es immer wieder. Es ist eine Waffe der zur Niederhaltung. Ich will es. Ja. Ich sagen. Nicht zur direkten Tötung ausgelegt, ich saß einfach, mein Gott. Jawohl. Blödes Vieh. Selbst die Knochen, Junge, da baue ich mir eine Toilettenschüssel draus oder so. Naja, meldet euch, dass ich weiß, wo ich den nächsten Sturm entfachen kann. Ja, ziemlich krasse Worte, ne? Dafür, dass ich gerade einmal verreckt bin, wa? Boom, boom, immer rein in den Kadaver. Bam, bam, los, hier spielt die Musik. Kommt alle zu mir. Bitte nicht. Lasst mich erst den einen und anderen immer nacheinander auseinanderschneiden. Der tut Gewicht anständig. Da muss ja ein bisschen was dran sein. Hier ist auch so ein bisschen Fett dabei. Ein bisschen Fett am Rand. Das mag ich. Boah, da liegen welche. Fast reingehen. Rand hier. Müsste das nicht tun, wenn man sie zähmen könnte. Ich sag nur. Lass mal so als Haustier. Wäre geil. Würde ich total feiern. So ein Wurf als Haustier. Jagdbegleitung. Tragehilfe. Einfache Befehle wie hier platzieren, hier hinstellen, ne? Nichts tun. Finde ich cool. Nicht so kompliziert gedacht. Ganz einfache Mechanik. Oder so. Aber dass die sich auf Entfernung nicht wehren. Gut, ich will mich nicht beschweren.
Scheiße. Boah, voll in die Trap, Junge. Bin ich ja voll in die Wolfsfalle gefallen. Unnormal. Deutlich schneller im Wasser geworden. Meine Güte, die sind echt. Sonst waren die Viecher immer so lahm im Wasser. Ey, jetzt haben sie ein bisschen. Haben so ein bisschen Speed Boost. Haben sie gekriegt. Und darauf erstmal ein paar Bären, ne? Diese hin und her Sprinter, ne? Das frisst so viele Kalorien, das ist echt krass. Ich sprint ja eigentlich nur, ne? Man kennt mich gar nicht anders, wenn er nur am Sprinten. Wenn er danach ginge, müsste ich im Real Life eine Gazelle sein, ne? Geht gar nicht, aber ne, kann sie knicken. Leider nicht. Leider nicht. Oh, nehmen wir mit. So, einer von eurer Gruppierung war hier noch. Hier, zu mir. Komm noch. Schwarzen Teufel werden wir uns auch noch holen. Oder wie werden die den Teufel austreiben? Na, renn nur. Wir werden erstmal das, was wir haben, hier verarbeiten. Müssen wir mal gucken, die lagen hier so irgendwie so ein bisschen um der Ecke hier so. Bin versteckt. Ich hatte jetzt auch keine Zeit, einen Marker zu setzen, habe mich natürlich maximal erschrocken. Ein Häschen. Das ist traurig. Große Bissspuren. Na, warum wohl? Hier, neben dem Pfeilhagel. Weiblich niedrigeres Gewicht. Was? Niedriggewicht? Das hat doch genauso viel. Hör auf zu spinnen. Alles super. Knochen lassen wir liegen. Wo bist du? In einem Baum gebackt. Das wäre nicht das erste Mal. Glück für dich, ich sehe dich nicht. Der lebt noch. Der wurde gerade weggedrückt. Dead aim. War ja unter aller Sau. So, jetzt haben wir hier männlich Gewicht gut. Jawohl. So, wir haben unseren Auftrag in dieser Folge meiner Meinung nach sehr gut erfüllt. Oh Scheiße, da ist der sein nächster Freund. Aber Gott sei Dank, der Fuchs lockt ihn nur teilweise weg. Okay. Natürlich muss es wieder ein Bär sein. In meiner Nähe. Wie soll es auch anders sein? Es geht gar nicht anders. Aber wir haben genug Fleisch. Freut mich. Nee, falsch. Stell doch einfach darüber. Wir haben uns erstmal hier ein anfackeln. So, zack. Ah, meine Fackel ist kaputt. Die will nicht leuchten. Wo ist mein Notfeuerzeug? Was ist mein Notfeuerzeug? Der Schmiede. Ah, ducken im Wasser ist auch schlecht, auch wenn es ein Block tief ist. Das wollen sie nicht. Hier muss auch ein Boden rein, ne? So. Anfackeln die Kiste. Schon kann es auch hier losgehen. Sehr viele Fettklumpen. Richtig gut. Für eventuell Öllampen hätte ich jetzt gedacht. Wir haben keine mittlere mehr. Wir haben nur mittleres Pelz. Muss ich das Pelz jetzt noch, den Pelz jetzt noch bearbeiten? Nee. Der war fertig.
Prüfen wir das mal eben im Überlebenshandbuch. Hier brauchen wir. Ah, ja, genau. Nee, das wäre Verschwendung. Das möchte ich nicht. Dann doch über Leder. Ah, mit Leiter. Auch schön. Der Leinensack. 5. 5 ist besser als 3. Dann haben wir hier noch die wunderbare Bergbautasche. 10. 10 Platten. Das kriegen wir doch hin, sag mal. Kriegen wir doch hin mit unseren Ressourcen. Ja, wir haben ja noch Bruchzeug. Wir müssen noch einen Sizzle schmieden. Komm. Abschluss, Schmiede-Action. Oh, hat gut funktioniert. Wir werden uns jetzt hier noch eine... Was habe ich gerade gesagt? Dings schmieden? Ey, ich hab's ver... Scheiße. Vorhin habe ich die Sachen wieder vergessen. Unglücklich. Fleisch erstmal hier rein. Hält einen Tag. Hier legen wir nochmal nach. Wird nicht reichen. Wunderbar. Machen wir Pferde jetzt hier, sag mal. Gibt's ja nicht. Dann brauchen wir mehr Gussform. Ich glaube, für eine Platte brauchen wir 2 Barren. Eine wird nicht reichen. Das ist echt ein Akt. Anders kann man es nicht beschreiben. Ich nehme gleich mal wieder mein Lieblingswerkzeug in der Hand. Der Jutste. Und den Hammer. Wo ist er? Meißel. Ja. Ein ganz einfaches Rezept. Einfach mal ein bisschen Metall in die Länge gezogen. Dann ist der Meißel auch fertig. Raustrennen. Wird sehr viel übrig bleiben. Aber ist ja nicht schlimm. Brauchen wir ja alles für die Schmelze. Sehr schön. Wunderbar. Meißel. So, mit dem Meißel können wir jetzt die Eisenreste bearbeiten. Den. Steht es da? 50. Ja, haut hin. Zack. Ein 5 Durability. Ist völlig in Ordnung. Zack. Was willst du sagen? Jetzt hast du schon wieder 2 gut gemacht. Kannst du gar nicht meckern. Was ein goldiges Werkzeug, ne? Muss man doch mal sagen. Alles klar. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Verwunderung oder Freude. Wir müssen nämlich ranklotzen. Werden wir sicherlich in der Folge nicht mehr schaffen. Das dauert zu lange jetzt. Ich will jetzt auch nicht so ewig künstlich in die Länge ziehen. Unser Kohlevorkommen nimmt ja nur auch stetig ab. Und zum Bedauern habe ich auch nur 2 Gussformen gemacht. Für Barren. Deswegen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich will auch nicht eine Platte. Ich will Zinnbronze für sowas zu verschwenden. Also wir reden diesmal wirklich von Verschwendung. Geht gar nicht. Also. Mach das bloß nicht. Gut. Ich mache das noch fertig. Ich mache die eine Platte. Mache ich schnell off. Screen. Stream, wie auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da machen wir dann die 2. Platte zusammen. Und ich hoffe, bis dahin hat es erstmal A, aufgehört zu regnen. Und B, habe ich noch ein paar Gussformen für Barren. Also dann reingehauen. Danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder. Reingehauen.